So, meine Freunde, ja, B-Monster am Start für euch und ich begrüße euch zu den ersten Poke-News zu Sun and Moon, die es gibt, seitdem die ganzen Informationen rausgekommen sind. Ich konnte es leider nicht eher hochladen. Ich hatte schon mal ein Video vorbereitet, das war das nach dem ersten Trailer, wo dann die Start-Pokémon gezeigt wurden. Wurde mir aber, weil ich die Szenen vom Trailer drin hatte, leider von Nintendo geclaimed. Das heißt, ich kann es euch leider nicht zeigen oder ich konnte es leider dann was nicht hochladen und es war einfach dann immer zu knapp, die Videos hochzuladen, weil das ging auch gut 20 Minuten und waren halt immer so ein Gigabyte groß und das wäre dann zum Hochladen etwas problematisch geworden. Deswegen gibt es jetzt alles in dem Video, das heißt, ich werde über alles reden, was bekannt ist. Die Start-Pokémon werde ich kurz anschneiden, was es eventuell für Evolutionen geben könnte oder was ich mir vorstellen könnte, was es geben könnte. Ich werde über die legendären Pokémon reden, ich werde über die Region reden, ich werde über die Trainer reden, über den Pokédex. Und ansonsten gucken wir einfach mal, ich werde auch ein bisschen meine eigene Meinung mit einbringen und dann schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Bitte, wenn ich irgendwelche Fragen habe an euch, beantwortet sie mir in den Kommentaren und wenn euch das Video gefällt, lasst einfach ein Like da. So, wir fangen an mit dem, wo es immer anfängt, beim ersten Pokémon. Wir gehen jetzt erstmal ganz, ganz schnell die Start-Pokémon durch und starten mit dem Feuer-Pokémon. Moment, Flammeow heißt es auf Deutsch, auf Englisch heißt es Litten. Und es ist eine Katze, eine Feuerkatze. So einfach, so unspektakulär ist es einfach bloß. Ja, ich kann mir darunter momentan noch nichts vorstellen, wo die Reise hingehen wird mit Litten. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell als Typing zum Schluss auf jeden Fall Feuer behält, logischerweise ist er als Stopp-Pokémon. Und dann wären mögliche Typings Unlicht wäre gar nicht mal so schlecht. Geist könnte ich mir sogar noch vorstellen. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, Gift oder Elektro, also Feuergift, Feuerelektro, das wären alles Typings, wo ich sage, okay, kann ich mitgehen, könnte ich mir für die Katze vorstellen und ich bin gespannt, was daraus werden wird, denn schlecht sieht sie nicht aus. Ich habe auch schon ein paar Fanartworks gesehen, die dann die End-Evo zeigen und das sieht echt gar nicht mal so dumm aus. Von daher, einfach mal abwarten, wo die Reise hingeht. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, denn, ja, die kleine Katze hat irgendwas, sieht ein bisschen mad aus, aber ansonsten ist sie ganz cool. Und wird aber leider nicht mein Start-Pokémon der Wahl werden. Als nächstes kommen wir zum Robball. Ja genau, Robball heißt der Kleine. Ist meiner Meinung nach das am uncoolsten Design der Start-Pokémon von den drei. Mir gefallen sie alle drei jetzt nicht mega gut. Aber Robball ist so mein Platz 3 von den dreien, denn so richtig gefallen will er mir noch nicht bis jetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die End-Evo. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell Wasser-Fee werden könnte. Wasser-Psycho ist vielleicht auch noch was. Denn er wirkt einfach so nett. Er wirkt auf den Artworks so nett und so ausgeglichen. Deswegen könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es Wasser Fee oder Wasser Psycho werden könnte. Denn es würde passen, Wasser Eis wäre natürlich auch noch eine Option. Aber noch ein Wasser Eis-Pokémon, denke ich mal, wird Game Freak nicht machen. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, was dann am Ende dabei rauskommen wird. Und vor allem, wie die zweite Evolutionsstufe aussehen wird. Da kann man ja meistens schon so ein bisschen draus lesen, wo die Reise hingeht mit den ganzen Pokémon. Aber Robball hat seine Fans, ich bin leider keiner davon. Ich habe mich, oder ich werde mich, für den kleinen Bautz entscheiden. Denn Bautz ist cool, Bautz ist ein Pflanzenvogel, also bleibt wahrscheinlich auch in der End-Evo bei Pflanzenflug. Ist ein beschissenes Typing, sehe ich ein, ist echt nicht nice. Pflanzenflug ist echt so ein richtiges Vierfach-Eisschwächen-Kack-Typing. Aber Bautz hat es mir angetan, Bautz ist cool. Von daher wird Bautz mein Start-Pokémon werden. Und ich würde gerne von euch wissen, welches von den dreien werdet ihr denn als Start-Pokémon nehmen? Denn das ist immer so die Frage, ja, ich mag Pflanzen-Pokémon nicht so, ich mag Feuer-Pokémon nicht so. Ich werde bei Bautz bleiben und werde dann meinen Livestream-Run mit Bautz spielen und bin auch auf alle Fälle sehr gespannt, wie denn die End-Evo aussehen wird. Denn, ja, Bautz bleibt, wie gesagt, bei Pflanzenflug wahrscheinlich. Ich schätze mal nicht, dass sie da irgendwie einen Type-Wechsel machen beim zweiten Typ. Und von daher einfach mal überraschen lassen. So, als nächstes. Im ersten Trailer war bloß die eine Insel von Alola zu sehen. Jetzt ist natürlich bekannt geworden, dass es mehrere Inseln sind. Das habe ich auch schon mal im ersten Video gesagt. Dass es auf alle Fälle nicht bloß eine Insel sein wird, sondern dass es mehrere sein werden. Und das Ganze sieht dann nämlich so aus. Ich rutsche mal ein bisschen rüber, dass man es besser sieht. Ja, wir haben 4 Inseln momentan bei Alola. Und was gibt es dazu zu sagen? Ich bin an und für sich, also eigentlich sind das News. Ich mische meine eigene Meinung mit drunter, weil ich immer gefragt werde, was hältst du davon, wie findest du das, wie findest du das. Ich bin kein Fan von maritimen Regionen. Also ich mochte Höhen nicht, also nicht mega gerne. Ich habe es zwar gespielt, aber ich mochte es jetzt nicht mega gerne. Und hier denke ich mir auch, dass es nicht meine Lieblingsregion wird. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, auf alle Fälle, was sie machen wollen und was sie machen. Aber ich schätze nicht, dass Alola meine Lieblingsregion wird, schon alleine, weil es da viele Inseln gibt. Es ist jetzt viel Surfer, viele Tentaras und Toxas wahrscheinlich.
Und von daher bin ich da noch nicht so gehypt drauf. Aber wir haben hier eine Region, die sehr vielschichtig ist. Wir haben Hawaii als Ideengeber. Und man sieht schon viele Vulkane, viele kleine Inselgruppen, wo wir dann wahrscheinlich legendäre Pokémon drauf sein könnten, könnte ich mir so vorstellen. Und eine ganz, ganz große Insel, wo oben ein Eisgebilde drauf ist. Das heißt, könnten eventuell bei den Top 4 erstmal durch so eine Eishöhle gehen müssen. Das wäre ganz cool, weil Eis ist so ein bisschen immer hinten dran bei den Typen. Das war ein ganz, ganz naher Typ, aber ist halt nie so wirklich stark gewesen. Von daher, mal gucken. Und was ich jetzt gerne mal von euch hören würde, ist, welche Typen von den Arenen würdet ihr euch wünschen? Das interessiert mich jetzt mal, denn man sieht schon einiges, wie gesagt, eine Eisregion, vielleicht ist es bloß eine Arena oder eine Stadt, wo dann eine Arena ist, als eine Eisarena wäre auf alle Fälle denkbar. Ich schätze auch mal auf Boden oder Gestein irgendwas. Feuer wäre auch sehr, sehr denkbar. Vielleicht eine Geisterarena wieder, würde ich auch sehr, sehr fahren. Oder vielleicht gibt es endlich mal die erste Unlicht-Arena in einem Pokémon-Spiel. Das würde ich gerne mal wissen. Und Wasser bietet sich natürlich an in der Region, dass es vielleicht sogar einen Wasser-Arena-Lader gibt oder einen Pflanzen-Arena-Lader. Denn wir haben ja auch sehr, sehr dichte, Wälder in Alola. Von daher würde sich das vielleicht sogar anbieten. Als nächstes haben wir die Charaktere. Die Charaktere sind, wie ich finde, zumindest vom männlichen Teil aus, sehr, sehr gut designt. Das Mädchen, naja. Sie hat eine kurze Hose an, das macht schon mal gar nicht mal so schlecht, aber ansonsten die Mütze finde ich sehr, sehr unpassend, finde ich echt nicht cool, nicht cool, nicht nice. Aber den Typen finde ich finde ich ganz gut design. Allerdings muss man aufpassen, denn der Typ hat am linken Arm so ein Armband mit einem viereckigen Stein. Das heißt, es ist kein Megastein, es ist kein Mega-Armreif. Ja, Leute, was ist es? Was ist es? Es könnte eine neue Evolutionsmethode sein in Alola. Und meine Prediction ist jetzt, also das ist jetzt wirklich ganz, ganz weit aus der Mottenkiste und Spekulationen hinausgeholt. Meine Prediction ist, es gibt einen Pokémon Burst Manga. Das heißt, bei Pokémon Burst können Trainer mit ihrem Pokémon fusionieren und werden selbst zu Pokémon. Und die haben auch Steine und die sehen genauso aus. Deswegen könnte es sein, dass wir in dem Spiel die Burst-Evolution machen können und uns zu Pokémon verwandeln können. Es ist sehr, sehr weit hergeholt. Ich fände es auch wirklich nicht cool, denn Leute, wir haben die Mega-Evolution. Die Mega-Evolution ist eigentlich ganz geil. Also ich habe nichts gegen neue Mega-Pokémon. Vielleicht ist es auch eine Art neuer Mega-Stein oder irgendwas anderes, was eine neue Mega-Evolution auslesen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf auf alle Fälle, was es sein wird und wozu man es nutzen wird. Und ich schätze mal, dass es so passieren wird, dass man zum Anfang diesen Stein kriegt. Mit der neuen Evolutionsmethode. Vielleicht ist es, wie gesagt, die Burst-Evolution. Vielleicht ist es irgendwas anderes, was man machen kann. Und dann wird es wahrscheinlich, ich macht es jetzt einen ganz, ganz großen Gänsefüßchen, wahrscheinlich nach Ende der Hauptstory noch einen Slot geben für einen normalen Megastein, also für einen normalen Schlüsselstein, dass man die normale Mega-Evolution durchführen kann. Ich weiß es nicht, es ist wie gesagt alles jetzt pure Spekulation, eigentlich gehört es auch gar nicht hier rein, das ist für die ganzen Theorie-Leute ist das eigentlich, aber es ist, wäre meine Idee, wie man das Ganze machen könnte und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es ist was Neues und das ist schon so ein bisschen, hype mich schon ein bisschen mehr, muss ich sagen. So. Theorie-Stunde beendet. Also Theorie, ja gut, ist es eine Theorie, mehr ist es nicht. Dann geht's weiter zu unseren Cover-legendären Pokémon. Wir haben Solgaleo und Lunala. Was gibt's dazu zu sagen? Also Solgaleo als Löwe, absolut genial. Ich werde sowieso Sun spielen, weil Sun, habe ich mir schon von vornherein gesagt, Sun wird cooler als Moon. Und das war auch so als Start-Pokémon oder als die Cover-legendären Pokémon gezeigt wurden. Und jetzt sind auch die Typen bekannt und natürlich auch die Abilities. Kommen wir zu Solgaleo, dem Pokémon meiner Wahl natürlich. Wir haben den Sonnenkreis, Größe 3,5 Meter, 230 Kilo, Typ Stahl Psycho, okay? Ich gebe es zu, ich habe auch mit Fire predicted, weil es einfach am meisten Sinn macht, weil Feuer und Sonne passt da zusammen. Stahl Psycho halte ich für einen guten Typen. Obwohl wir uns schon öfters gesehen haben mit Rache, mit Metagross, okay, ja, sehe ich ein, ist auch nichts Neues. Aber ich finde es cool, dass es Stahl-Psycho ist. Ich mag Stahl-Pokémon, ich mag Psycho-Pokémon, von daher gar nicht mal so dumm, das vielleicht gegen den Erwartungen zu machen, weil alle predikten halt wirklich bei Sun ein Feuer-Pokémon und bei Moon irgendwie ein Unlicht-Pokémon. Aber nein, es ist schwach gegenüber Feuer. Das heißt, es ist schon mal irgendwie was ganz Cooles. Als nächstes haben wir die Fähigkeit Metallprotektor, was eigentlich nichts anderes ist als die Fähigkeit Neutraltor, so etwas abgewandelt, denn Metallprotektor verhindert das Senken der Statuswerte durch Attacken und Fähigkeiten von Angreifern. Das heißt, wenn euer Gegner Bedrohung nimmt, seid ihr immun, wenn euer Gegner
Silberblick nimmt, seid ihr immun. Das ist schon mal neutral Torso. Einfach instant super. Mehr ist es nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Metall Protektor auch auf anderen Stahl-Pokémon Einklang finden wird. Jetzt vielleicht nicht passen mit Neutral Torso. Keine Ahnung. Die Abilities können auch immer für andere Sachen genutzt werden. Ist ja eigentlich kein Ding. Und das macht es vielleicht gerade bei unserem Mond-Legendären Lunala gar nicht mal so dumm. Denn die Fähigkeit könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, auch bei anderen Pokémon. Denn Lunala, wenn du meine Seite mal lädt. Komm. Ist die Mondscheibe 4 Meter groß, 120 Kilo schwer und vom Typen Psychogeist. Also schwach gegen Unlicht. Ne? Das Mondlegendäre ist schwach gegen Unlicht und das Sonnenlegendäre ist schwach gegen Feuer. Macht Sinn? Nee, macht's eigentlich nicht. Ich habe auch mit Unlicht predicted, vielleicht Unlicht Flug oder sowas. Aber scheinbar nicht. Ich hätte auch als Bild hier eher Schwebe oder sowas gedacht. Aber nö, irgendwie wollen sie das nicht. Ja, Lunala hat Phantomschutz. Und Phantomschutz ist eigentlich nichts anderes als Multischuppe. Multischuppe kennt ihr vielleicht von diesem kleinen Gesellen hier von Dragoran. Denn wenn Dragoran Multischuppe als Fähigkeit hat, dann ist der erste Schlag nicht sehr, sehr stark. Das verringert den Schaden bei vollen KP. Aber ansonsten, Phantomschutz wäre eine Fähigkeit, die ich mir sehr, sehr für Mega Gengar wünschen würde, statt Wegsperre. Denn dann wäre Mega Gengar zwar gut, aber wahrscheinlich auch nicht überwürdig, denn Mega Gengar verliert seinen Schwebe. Das heißt, anfällig gegen Bodenattacken, ist zwar schnell und stark, aber auch nicht unbesiegbar. Mit Wegsperre schon. Also Wegsperre? Irgendeine Fähigkeit, wo du nicht wegrennen kannst, hat es auf alle Fälle. Darum Phantomschutz für Geist-Pokémon vielleicht die Fähigkeit, dass es auch mal eine Hidden Ability gibt, weil Traumagie hat zum Beispiel Opus Schwebe, dachte ich, und keine Hidden Ability. Und ja, das wäre gar nicht mal so dumm. Eventuell bei Zwirfinst auch noch eine Hidden Ability mitzumachen, also Phantomschutz als Hidden Ability zu machen, wäre vielleicht auch eine Option. So, das waren jetzt 12 Minuten. 12 Minuten Salomon-Video geht doch eigentlich schlau, oder? Also ich würde denken, reicht zu. Mehr wissen wir momentan eh nicht. Der Rotom-Pokédex ist was ich cool finde. Ja, also ich rede jetzt mal noch so über ein paar allgemeine Sachen, die es jetzt nicht so wert sind, dass ich sie extra nochmal erwähne. So groß, also der Rotom-Pokédex ist eine gute Sache. Es wurde auch gesagt, dass man damit mit Pokémon kommunizieren kann. Das heißt, vielleicht eine andere Form von Pokémon Ami. Wir werden sehen. Ist auf alle Fälle gar nicht mal so dumm. Man kann QR-Codes von Pokémon scannen. Das heißt, wenn du bei deinem Kumpel bist und der hat ein Pokémon, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast, scannst du einfach den QR-Code, dann scheint es in deinem Pokédex und du kannst dann den Ort sehen, wo du es gefangen oder wo er es gefangen hat und wo du es auffangen kannst. Ist auch nicht so dumm. Könnte ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie in speziellen japanischen Seiten auch QR-Codes gibt, dass dann irgendwelche legendären oder besonderen Pokémon aufkreuzen mit speziellen Fähigkeiten und sowas. Kann ich mir alles vorstellen, ist jetzt aber noch in weiter Ferne. Auf jeden Fall bin ich bei Pokémon Sun and Moon gerade in so einem, also von 100% Hype ist es bei mir jetzt gerade so unter Mitte. Also ich freue mich drauf, das kann ich schon mal, so viel kann ich schon mal sagen, ich freue mich auf Sun and Moon. Allerdings ist es bei mir noch nicht so weit, dass ich sage, okay, das Spiel wird richtig gut. Sondern ich freue mich, dass es ein neues Pokémon-Spiel gibt, ich freue mich auf neue Pokémon, auf das neue Metagame ganz einfach, wenn es dann wieder ans CP-Battling geht. Aber ansonsten bin ich momentan noch nicht so gehypt. Das liegt zum einen daran, dass uns noch die Pokémon fehlen. Also wir haben noch keine anderen Pokémon gesehen. Wir haben noch keine Evolution gesehen von Pokémon. Also das heißt, wir haben die Start-Pokémon, zumindest die erste Stufe der Start-Pokémon noch nicht gesehen. Also die erste Entwicklungsstufe. Wir haben noch keine vollentwickelten Pokémon gesehen, wie sie vielleicht designt sind. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Gerade bei sowas wie Rabigato oder sowas fand ich damals extrem cool. Oder Lucario, als es vorgestellt wurde. Und das ist dann das, wo ich sage, okay, jetzt wäre ich langsam gehypt, denn die Pokémon sehen gut aus und vielleicht kommen noch ein paar legendäre Pokémon dazu. Ich würde mir auf alle Fälle noch wünschen, dass es ein Trio gibt diesmal in Alola, vielleicht ein Wassertrio, man weiß es nicht, würde ich auf alle Fälle fahren und es würde auch dazu passen. So, viele predikten ja mit einem Wassertrio mit Hai, Delfin und Orca, würde ich sehr, sehr gerne sehen, denn Wasser-Pokémon sind cool, Wasser-Pokémon sind stark und da kann man auf alle Fälle einiges draus machen. Ansonsten würde ich gerne noch zum Schluss von euch wissen, auf was freut ihr euch, was wären vielleicht Sachen, auf die ihr euch extrem freuen würdet, wenn sie wiederkommen. Man kann zwar seine Charaktere customisieren, also man kann die Hautfarbe und die Haarfarbe auswählen, allerdings wahrscheinlich bis jetzt noch nicht die Klamotten, wobei das auch noch in den Sternen steht, denn ich habe schon Screenshots gesehen, wo man auch die Klamotten ändern konnte. Also das ist was, würde ich mich auf alle Fälle drauf freuen, weil Charakter Customization ist echt was. Ich mag das einfach nicht, wenn mein Charakter so aussieht wie alle anderen. Das ist echt nervig. Und von daher, darauf würde ich mich zum Beispiel freuen. Eventuell noch, dass die Pokémon hinter ihm herlaufen.
Glaube ich zwar nicht, dass sie es machen, weil sie haben es noch nie wieder gemacht seit Hard Gold oder Silver, von daher. Man weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Das war mein News-Video, meine erste Einschätzung. Also ich bin jetzt so bei 50% gehypt. So angehypt bin ich. Was ist eure Meinung zu Sun und Moon besetzt? Was haltet ihr davon? Und holt ihr euch Sun und Moon? Welches holt ihr euch? Sun oder Moon oder beide? Ich hole mir Sun und Moon, weil ich Sun im Livestream spielen will und Moon halt für mich privat bestimmt auch meine ganzen Pokémon drauf safe und züchtet und sowas. Und von daher, das waren jetzt 15 Minuten kurzes Sun und Moon Video, meine Eindrücke dazu bis jetzt. Und sobald es was Neues gibt, eine Korokoro oder sowas, halte ich euch auf alle Fälle auf dem Laufenden. Es gibt auch einige neue News zu Pokémon Go. Und das werde ich wahrscheinlich noch der E3 erst machen, denn das gibt es zur E3 dann nochmal zu sehen. Und da werde ich dann nochmal eine extra News-Folge zu Pokémon Go machen. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Und bis dahin, haut rein und ciao.